Danke, Frau Präsidentin. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Kollege Jüttner, so einfach kommen Sie aus dem Widerspruch nicht raus. Gerade der Fall Iguala, dieses fürchterliche Verbrechen, zeigt, dass deutsche Waffen nach Mexiko geliefert, selbst unter Bedingungen geliefert, dass sie in bestimmte Staaten nicht ausgehändigt werden dürfen, überhaupt nicht verhindern, dass deutsche Waffen sogar in Iguala Verwendung gefunden haben. Das hat das nicht verhindert. Auch ich war jetzt da in den Tagen nach Ostern und habe mit einem Studenten, der dem Massaker gerade noch entkommen konnte, weil er sich unter einem Bus verstecken konnte, und mit dem Vater von verschwundenen Studenten geredet. Die sagen auch, das Schlimmste, was man machen kann, ist im Augenblick mit der Polizei, den Sicherheitsbehörden zusammenzuarbeiten, denen Waffen zu geben und denen die vielleicht noch effektiver zu gestalten. Weil man muss einfach zur Kenntnis nehmen, dass Polizei, Justiz und Militär alle unzuverlässig sind. Es sind nicht alle, aber man weiß es nicht, welche. Und so ist es überhaupt unvermeidbar, dass Hilfen in die falschen Hände kommen, wie Sie vorhin gesagt haben. Weil G36-Gewehre sind ja nicht nur auf dem Foto, was Sie gerade gezeigt haben, sondern G36-Gewehre sind in der Polizeistation gefunden worden, in die Studenten, die entführt worden sind, die jetzt verschwunden sind, wahrscheinlich massakriert worden sind, gebracht worden sind zunächst. Und man konnte anhand einer der Nummern feststellen, dass es die 36 Gewehre sind, die nach Mexiko geliefert worden sind von der Bundesregierung, unter der Bedingung, dass sie keinesfalls nach Iguala oder dort in die Provinz oder in den Staat geliefert werden dürfen. Nein, das ist der falsche Weg, wenn wir die Aussage der Bundeskanzlerin von heute Morgen ernst nehmen, dass wir für Grundwerte stehen, dass die G7-Staaten für Grundwerte stehen und dass sie das überall in der Welt zum Inhalt ihrer Politik machen wollen, dann können wir nicht übersehen, dass in Mexiko auf allen Ebenen der Politik, von der örtlichen Ebene über der staatlichen Ebene bis zur zentralen Ebene, Korruption vorherrschend ist. Und ich habe mit 12 Menschenrechtsorganisationen dort geredet, Anwaltsvertreter, Feministinnen, Menschenrechtler. Ich habe mit denen geredet, die im Namen der interlateinamerikanischen Kommission die Menschenrechtssituation und die Verbrechen in Iguala untersuchen. Und alle die sind skeptisch. Sie sagen, sie weisen darauf hin, auch das ist schon gesagt worden, 98% Impunität, das heißt Straflosigkeit bei schwersten Verbrechen. 98%, das heißt 2 von 100 dieser Taten werden aufgeklärt und führen zu einer Verurteilung. Als ich da war, fand gerade wieder eine Schießauseinandersetzung in einer Stadt nahe von Mexiko statt, wo 20 Menschen getötet worden sind. Die Polizei hat sich überhaupt nicht darum gekümmert. Die hat auch keine Untersuchung eingeleitet, weil sie gesagt haben, das bringt sowieso nichts. Das heißt Impunität, und in ein solches Land kann man jetzt in dieser Situation weder Waffen liefern, noch Unterstützung für Militär, noch Unterstützung für Polizei. In ein solches Land, jetzt fragen Sie, was soll man machen? Ich habe nur noch wenige Sekunden, kann ich nur sagen, Sie müssen die Kreise stützen und unterstützen, die die Regierung in den verschiedenen Ebenen kontrollieren. Und es gibt, wie in kaum einem anderen Land Lateinamerikas, eine sehr, sehr wache Zivilgesellschaft. Es gibt sehr, sehr wache und sehr emsige Menschenrechtsorganisationen. Es gibt noch in Teilen eine Presse. Aber auch die Pressefreiheit ist äußerst bedroht. Gerade als ich da war, wurde eine unabhängige, bekannte Journalistin entlassen und kann nicht mehr dort wirken. Diese Institutionen, Presse, Parlament, die neu aufzubauende Justiz, Menschenrechtsorganisation und Zivilgesellschaft müssen wir unterstützen, weil nur sie können dort im Land kontrollieren, solche Massaker öffentlich
öffentlich machen und um internationale Unterstützung bitten. Sie legen großen Wert darauf, dass wir hier im Deutschen Bundestag darüber diskutieren, weil das hilft Ihnen dort, die öffentliche Aufmerksamkeit in Europa, gerade auch in Deutschland, für Ihre Sache, für die Menschenrechte und gegen die Impunität, die Straflosigkeit und gegen die Massentötungen, die da jedes Jahr stattfinden in den Auseinandersetzungen. Vielen Dank. Als letzte Rednerin zu diesem Tagesordnungspunkt hat jetzt die Kollegin Anita Schäfer das Wort, CDU-CSU-Fraktion.